Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video auf dem IQP-Kanal. Wie soll ich das ganze Video beginnen? Die Roadtrips begleiten eigentlich meinen Kanal und auch Bobergs Kanal schon seit eh und je. Seit Anfang sind wir eigentlich mindestens ein, zwei Mal im Jahr auf Reise. Im letzten Jahr haben wir es gar nicht so richtig geschafft in 23, aber für 24 haben wir uns das vorgenommen. Und auch ich habe euch das als großes 200.000 Abonnenten-Special versprochen, dass es auf dem Roadtrip geht. Und das wollen wir natürlich auch einhalten. Ja, und was braucht man dafür? Man braucht dafür ein, ja, wenn man uns kennt, eigentlich braucht man das unvernünftigste Auto für so einen Roadtrip, wie zum Beispiel mit einer Camo S-Klasse nach Marokko fahren. Gut, haben wir nicht ganz geschafft. Oder mit einem Heckantriebler mit MAEs zum Nordkap fahren. Aber dieses Auto, kennt ihr das, wenn ihr spätabends auf Kleinanzeigen chillt und ihr euch so ein bisschen verguckt in so ein Auto? Vor dem Preis erblinden die Augen langsam, also ihr lässt den Preis immer weiter außer Augen. Oder stellt ihr euch das Auto vor und was man daraus machen kann und was für ein Potenzial das hat? Genau so ein Ding ist das, was wir uns heute angucken. Würde mich freuen, wenn ihr schon mal einen Daumen nach oben gebt. Ich hoffe, dass es besser aussieht als auf den Bildern, aber ihr kennt das. Es sieht meistens schlechter aus als auf den Bildern. Egal. Wir nehmen euch mit. Gleich geht's zu Boberg. Davor kommen wir aber noch mal ganz kurz zu dem C63. Der ist ja einmal liegen geblieben, weil hier unten eine Leitung von der Servo vom Lüfter hier angegriffen wurde. Ne? Die haben sich ein bisschen gestritten. Dabei hat die Servoleitung aufgegeben, hat all ihr ganzes Öl hier auf dem Riemen georgelt, dann ist der abgesprungen und ich dachte eigentlich, dass es mit dem Austauschen der Leitung dann erledigt ist, Riemen einmal abgesäubert und das Ding fährt auch. Allerdings habe ich jetzt eine sehr leichte Servolenkung, egal in welchen Geschwindigkeiten, und den wollte ich ganz gerne noch einmal auslesen. So, und dafür haben wir natürlich keinen geringeren Auslesestecker als Kali. Perfekt, wenn man mal eben kurz schnell einen Fehlercode auslesen möchte und nicht mit irgendwelcher Star-Diagnose oder VCDS, VHS rumorgeln möchte. Einfach hier den Kali-Stecker ins OBD reinstecken. Wo ist er denn? Schlussendlich findet man doch immer das Loch. So, der Rest geht spielend einfach, indem wir die Kali-App öffnen. So ganz sieht ein 204 auch nicht aus, aber wir haben es ausgewählt. Da oben seht ihr es, 204, Baujahr 2008. Und wir verbinden uns jetzt ganz einfach. Ihr seht es hier. Jetzt führen wir hier ganz schnell eine Diagnose durch. Und ganz wichtig, Leute, während er hier einmal ausliest, ihr könnt 15% sparen mit dem Code EIKO. So, das Schöne an der Bluetooth-Verbindung ist, dass man hier auch einfach aufsteigt kann, das Auto auslesen. Und zwar, was haben wir hier Schönes? Also erstmal haben wir 66 Fehler. Ich habe das Ding echt so lange nicht ausgelesen oder gelöscht oder sowas. Wahrscheinlich auch viel mit Unterspannung drin. Egal, wir konzentrieren uns jetzt erstmal. Was ich jetzt suche, ist Lenkung. Und ich denke mal, dass die Lenkung im ESP drin sein müsste. Das ist alles unkritisch. Das sind Drehzahlsensoren unplausibel. Das kann wegen Prüfstand damals gewesen sein. Das sind allerdings schon andere Fehler. Einmal Versorgungsspannung. Das hier ist Geschwindigkeitsservolenkung. Ja, das passt ja eigentlich genau zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Also geschwindigkeitsabhängiges Servolenkungsmagnetventil hat offenen Stromkreis. Also entweder sitzt das an der Lenkung oder an der Servopumpe. Man merkt auf jeden Fall, wenn man schneller fährt, dass die Lenkung immer noch so leicht geht, als ob du einparkst. So, Kali hat natürlich noch ganz viele andere Features. Viele von euch oder die meisten von euch kennen die schon. Die, die es nicht kennen, denen kann ich das jetzt noch einmal vorstellen. So, und zwar haben wir hier Live-Daten. Auch mega interessant. Ja, da kann man sich alles Mögliche anzeigen lassen. Ihr seht das hier. Also wirklich so viele Sachen. Was noch mega spannend ist, ist hier der Gebrauchtwagen-Check. Gerade wenn ihr ein Auto kauft, könnt ihr darauf gehen und einmal alle Steuergeräte durchlaufen lassen, ob da irgendwas gedreht wurde. So, außerdem könnt ihr hier sehen, wie der Zustand eurer Batterie ist, gerade für BMW-Fahrer sehr interessant. Ein Glück. Aua. Und was für BMW-Fahrer auch sehr interessant ist, was bei Mercedes jetzt nicht so unbedingt geht, ist die Kodierung. Also an so einem BMW, da könnt ihr wirklich alles Mögliche kodieren. Ob das die Stärke der Sitzheizung ist, wie hell die Tagverleuchten gehen. Also da hat Kali auch nochmal anderen Testern echt was voraus. Wenn ihr jetzt einen Fehler mal habt, dann könnt ihr auch ganz gerne in den Reparaturleitfaden gehen. Das nennt sich hier quasi Smart Mechanic und habt dann erste Infos zu euren Fehlern. Wenn ihr Interesse habt an Kali, dann geht ganz gerne mal unten in die Beschreibung. Und mit meinem Code spart ihr dann auch nochmal 15%. Ich würde sagen, danke Kali für die jetzt schon langjährige Unterstützung und euch wünsche ich viel Spaß bei dem weiteren Video. Da haben wir uns ja wieder ein Wetter ausgesucht. Wie immer, ne? Bobel. Es ist wieder soweit, ne? Also ich weiß nicht, ob es wieder soweit ist. Noch wissen wir es nicht. Vielleicht seid ihr auch schon schlauer, ne? Weil ihr habt ja schon aufs Titelbild geklickt. Und den Titel gelesen. Vielleicht haben wir uns da wieder ins Wagnis gestürzt. Ihr wisst ja, vor einiger Zeit habe ich euch versprochen, ein 200.000 Abonnenten-Special in Form eines Roadtrips zu machen. Ach was. Ja,
Weißt du gar nicht, ne? Mhm. Das war damals so, weil mir auch eigentlich nichts Besseres eingefallen ist als ein Roadtrip. Aber viele fragen danach, ihr seid irgendwie alle heiß da drauf. Wir sind auch heiß da drauf. Ich glaube, letztes Jahr waren wir gar nicht auf dem Roadtrip, ne? Mhm. War irgendwie ein laues Jahr. Ich habe da mehr so die Projekte durchgeschoben. Ey! Da ist er ja wieder. Aggressives Ding. Wir sind hier unterwegs, ne, mit der C-Klasse im Notlauf. Wunderschön. Ui, 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 ui. Alles wie gehabt. Alles, also es hat sich eigentlich seit 5 Jahren nichts verändert. Gut, wir gucken uns ein Roadtrip-Auto an. Ob das für einen Roadtrip sich eignet, das werden wir gleich sehen. Ich freue mich drauf. Also auf einen Roadtrip wird es sowieso gehen. Warum jetzt erst? Weiß auch nicht. Wir hatten beide so Projekte am Laufen. Bobbel auch noch mit seinem Album und so weiter. Ne? Ja, letztes Jahr war ja bei mir ein bisschen, ne, auch alles drunter, genau, und drüber. Drunter und drüber, das muss man auch dazu sagen. Es wird natürlich wieder wild, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Das ist absolut nicht das passende Auto für einen Roadtrip. Eigentlich sollten wir den hier fit machen und damit auf den Roadtrip. Dann würden wir auch ankommen. Ja, aber das wäre ja langweilig, ne? Es wäre langweilig und so ein Auto reizt uns. Also die Idee ist schon mehr als ein Jahr alt, mit so einem Auto mal zu verreisen, sag ich mal. Das Ziel, um ehrlich zu sein, wissen wir noch nicht so genau. Egal, wir gucken uns jetzt als erstes das Auto einmal an. Schreib es gerne rein, ne? Genau. Wo soll es hingehen? Das ist der Klassiker, ne? Und wer gewohltätig den Like-Button. Richtig. Damit das Video auch ein bisschen Power hat hier, ne? Aber ich glaube, es ist das spannendste Fahrzeug, wenn wir es dann kaufen sollten, womit wir jemals auf Reisen gegangen sind, ne? Boah, würde ich auch sagen. Jetzt gerade auch, jetzt wo wir da sind, ne, wir sind jetzt nämlich da. Wir sind jetzt... Habe ich auch ein bisschen Bock, das Ding jetzt zu sehen. Ja. Ich bin auch mega gespannt. Wir zeigen euch mal das Auto. Beziehungsweise den Hof, hier gibt es einiges zu sehen. Fast alles Dänemark-Importe sind. Stimmt, ich habe schon mal 2 MLs aus Dänemark gesehen, hier bei dem Händler. Für einen schmalen Kurs und mit viel auf der Orgel. Alter, guck mal, wie tief der Lachs liegt. Oh, das ist herrlich. Okay, wir gucken mal, ob wir hier irgendwen antreffen, ne? Was sagt ihr eigentlich zu meinem T-Shirt? Ist das schön? Ist ganz cool, ne? Ja, also der Stern ist so schwarz, aber auch so das Bett ist cool. Ach so. Heftig, ey. Kommst du da rein? Spring nicht an, die. Was soll ich da reinkriechen? Nimm mal Bentley fahren. So, Steuerkette, was macht sie? Ist cool, ne? Ja, ich bin schon wie einer von den oberen 100.000. Von den zwei wieder mit Jogginghosen. Ja. Bentley, auch Bentley. Oh, schnurrt wie ein Kätzchen. Bisschen nach Kühlwasser riecht das hier. Naja. Ja, sieht gut aus. Was macht er da für Leuchten? Das Fahrzeug ist zu tief und die Bremse. Aber ist irgendwie schon ganz geil, so ein 12-Zylinder. Bisschen geil, ne? Danke, ich finde den Barhebel. Ah, nee. Das sieht gut aus. Also er hat leicht segenden Leerlauf. Alter, da ist ja alles an. Ja. Da ist ja alles an. Epic. Alter! Oh nee, ey. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit, oder? Was ist jetzt passiert? Oh nee. Was sagt er? Temperatur. Temperatur. Oder Kühlwasser. Alter, das ist so eine Gurke. Also bei den Cuts ist auch keiner zu Hause. Oh, der stinkt richtig nach. Aber die Farbkombi finde ich geil, mit dem dunkelblauen und dem hellen. Also wenn ich jetzt mal einen positiven Punkt hier äußern darf. Ja. Und der Himmel. Den Himmel ganz geil. Ja, ist schön Leder, aber ist runtergekommen, ne? Ich habe eben gedacht, das Ding ist ja schon komplett überhitzt, aber es ist ja Fahrenheit, ne? Das ist ja, alles gut, ne? Alles im grünen Bereich. Ja, Bobbel, was haben wir denn hier überhaupt? Ja, Bentley Continental GT mit Prior. Umbau, würde ich sagen, ne? Ganz Luftkompressor macht noch irgendwas. Der hört sich gut an. Ja, Bentley Continental, Baujahr weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube 2.6 oder so. 2.6 mit Prior Bodykit. Seltene Schönheit, ne? Wie bei deinem CLS hier. Nur auf einer Seite, ne? Ach so. Ja, nur, ja. Ich glaube, auf der anderen Seite ist er mal unten undicht oder so. Was ist hier los? Was
da noch einer zu Hause? Oh nee, ne? Ey, die wollte ich jetzt nicht neu kaufen. Also er hat komische Drehzahlschwankungen. Also Motorkontrollleuchte ist auch an. Er rollt schon mal, aber ich... Max, wie sieht's hier aus? Fehlt hier noch eine Leuchte, die noch nicht an ist? Gibt's da noch eine? Wir haben keinen Rückspiegel, Bobek. Brauchst du auch nicht, wir fahren hier nur vorwärts. Es geht nur nach vorne mit der Kiste. Wir verschaffen uns jetzt erstmal einen ganz groben Eindruck, ne? Ja, würde ich mal sagen. Einen ganz groben, auch preislich gesehen, was man hier noch reinstecken muss. Also, wir haben ein Baujahr 2004, glaube ich, seht ihr das? Und gelaufen hat das Auto unglaubliche 92.508 Kilometer. Jungfräulich, würde ich sagen. Wenn man das so glauben mag, ja, weiß nicht. Meinst du, der wurde gedreht? Wie sehen die Sitzwangen aus hier? Ha? Da hat schon mal jemand reingeschifft in die Bude hier. Also der Innenraum ist auf jeden Fall besser als draußen. Ne? Hallo! Okay, also als Alleinstellungsmerkmal neben dem Prior Bodykit ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass die Farbe etwas matt wirkt. Ja. Seltene Farbe, grau-matt. Seltene Farbe. Und hier ist plötzlich ein Silber glänzend. Eieieiei. Ja, aber die Einstiege sind auf jeden Fall mitleicht geworden, ne? Klasse, also es ist nicht foliert, das Auto. Ja, das wollte ich damit eigentlich sagen. Ja, gut, aber es gibt auch folierte Einstiege, ne? Aber wenn man sich das mal genau anguckt, also der wird das Prior Bodykit hier bekommen haben und dann wird er einmal geduscht worden sein, tun. Ne? Dafür passt das dann aber nicht ganz so gut zusammen, muss ich sagen. Vielleicht sieht man es jetzt nicht im Ring, aber eben hat man es ganz gut gesehen, dass das... Die Farbe? Also alles, was Prior war. Ich weiß es nicht. Aber hier wurde einiges gefrickelt an dem Ding, ne? Ja. Ja, ja, Motor, der altbekannte, ne? W12. W12 mit Biturbo. Auch so ein Kandidat für sich, ne? Der hat ja dieses Unterdruckthema und ganz viele anderen Themen und Turbolader und weiß ich nicht was alles. Kann eine kleine Zicke sein, ne? Ja, guckt euch mal den Zylinderkopf an. Wie groß? Zweimal VR6 aneinander. Phil, wie sieht's aus? Aber ich muss auch sagen, dass der relativ gut gelaufen ist jetzt so, ne? Vom Motorlauf. Am besten, ja. Von nicht vorhandenen Nebengeräuschen. Ja, aber MKL ist trotzdem an. Dementsprechend wird er wahrscheinlich auch im Notlauf fahren. Ja, da gehen wir mal rein. Der hat bestimmt nur Langstrecke bekommen, Bobek. Ah. Oh, lecker Schmecker, ne? Trocken. Aber zur Geschichte, die können wir jetzt eigentlich auch einmal ganz kurz erzählen, ne? Was denn? Welche denn? Dass das Auto halt 6 Jahre stand, einen Service bekommen hat. Also nicht jetzt, sondern vor 6 Jahren. Mhm, richtig. Und dass irgendwie falsche Zündkerzen eingebaut wurden und dann lief der nicht. Und so hat der Händler hier den auch gekauft. Dann hat er die richtigen Zündkerzen reingebaut und jetzt läuft er. Der lief 20 Kilometer mit nach dem Service quasi. Ja, genau. Dann, vor 6 Jahren. Genau, und dann 6 Jahre gar nicht. Jetzt steht er hier mit anderen Zündkerzen und jetzt funktioniert's. Was fehlt da? Da guckst du auch schon rein. Oh Gott. Das sind halt extrem, also... Viele Kleinigkeiten. Wir haben echt wenig geguckt bis jetzt und das sind extrem viele Kleinigkeiten. Und gerade diese kleinen Sachen sind halt auch immer gut teuer, ne? Und ich kann dir jetzt schon sagen, das Luftfahrwerk hat einen weg, weil der steht nicht lange jetzt mit ausgeschaltetem Motor und der ist schon ein bisschen tief, ne? Der Kompressor funktioniert, aber die Dämpfer haben irgendwie einen weg, ne? Ein Rücklicht, das will ich auch gar nicht wissen, was es kostet. Aber würde ich als erstes auf den Kiez fahren, das muss erst was immer sein. Boah, hier fehlt doch was. Oh. Hallo? Das billigste GFK-Bodykit, ne? Bobble, es ist viel zu tun hier an dem Auto. Und hier übrigens, das war kein Unfall. Ich will auch, wie gesagt, gar nicht wissen, was die Frontscheibe kostet. Die Haube ist irgendwie aufgeklappt und draufgedonnert. Und deswegen hier auch, ne? Das sehen wir auch gesehen. Und da auch. Das ist auch GFK, oder was? Ja, Alter, ja, guck mal, hier ist der Spachtel noch. Das grüne ist Spachtel. Ist das Original auch GFK? Schreibt's mal rein an alle Bentley-Fahrer hier, ne? Diese Gitter, guck mal, wie der PDC hier festgemacht ist. Bobel, mit Kabelbindern, Ja. Schönes Racing-Gitter reingelassen, ne? Das ist eBay Specials. Kann ja auch extrem krass raufgucken, ne? Willst du mal die Stange rausnehmen? Ich will doch mal sehen, wie das so... Guck mal, wie leicht die Haube ist. Das ist ein Bentley-Teil, oder? Ja. Das ist hier so vom ganz günstigen, ne? Ist das Original? Weiß ich, kann mir nicht vorstellen. Das fühlt sich wie irgendwas Metallisches an. Der ist auch ab, ne? Hier, was ist denn hier passiert? Oh, wir können nicht mal nach hinten gucken. Das ist verbrennt, das ist hier also, da ist der Spiegel weg. Hier ist keine Sicht mehr. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht seht ihr ja hier irgendwas. Ich sehe auch so viele Kabel, wieso sind die alle da so offen? Ja, weil da alles fehlt. Oh nee, Bobble, damit kommen wir nicht weit. Das ist das Problem. Also es ist ja alles lustig und witzig und schön.
Aber wenn es jetzt ein Golf 3 wäre, wäre das lustig, ja. Also wenn der Roadtrip daraus besteht, irgendwie von Hamburg nach Bremen zu fahren, dann okay. Lustiges Ding, der bis nach Bremen war. Das war ganz lustig, ne? So auf dem Fischbrötchen und dann wieder zurück. Das habe ich nie verstanden, was das ist hier. Ich glaube, man muss wirklich hier drücken. Aber oder ist das hier unten irgendwie? Oh Gott, da ist auch ein Loch. Der macht nichts. Hier ist so ein Schalter. Tankklappe auch nicht. Geht gar nichts. Jo. Ah! Das geht. Nee. Zumindest die Tankkabel, die muss ja aufgehen, ne? Der hat ja halt auch null Sprit drin, ne? Ja. Geht mit der Hand, ne? Das muss ich sagen, er startet wirklich sehr schön. Wie geht der Spoiler? Das würde ich auch nochmal gerne sehen. Da ist irgendwo ein Knopf. Da. Das hier? Ja. Oh, hat sich wieder hochgepumpt. Nicht schlecht. Aber der Spoiler nicht. Achso, nee. Guck mal hier, ich höre doch was. Hier ist Luftaustritt. Hört ihr das? Ja, hier unten. Ja, geht ganz langsam runter. Hier ist auch irgendwie, oh, hallo, hallo. Aber ich verstehe auch nicht, wie lieblos kann man sowas machen. Sorry. Das finde ich auch krass. Ja, beim Bentley, also es ist ja schon bei einem, weiß ich nicht, bei einer C-Klasse. Guck mal, du hast das Bodykit beim 202 damals, hast du 1000 Mal besser verbaut als das. Und das ist ja auch kein günstiges Bodykit, das ist Prior. Prior ist ja auch ein Name. Ja. Das ist schon echt ein bisschen krass. Also, wir notieren auf unserem Klemmbrett Steuergerät für Spoiler und Tankdeckel Schrott. Aber wahrscheinlich auch viel aus dem Fötusregal kann man da einbauen, ne? Ja, du hast es gerade eben schon treffend gesagt, ne? Das erste Mal in 500 Jahren YouTube-Karriere nicht zugeschlagen. Vorerst, vorerst. Vorerst, natürlich. Vielleicht haben wir ja auch in der Nacht nochmal einen Geistesblitz, dass es vielleicht doch eine gute Idee ist für den Preis, den er uns genannt hat. Wollen wir den Preis? Nee, das sagen wir nicht. Nö, nö, nö. Vielleicht kommt das Video ja schon morgen. Ja, und dann kauft ihr einer weg. Das Sahnestück. Gott, nee. Also wir dachten auf den Bildern, Prior Bodykit, also er hat schon deutsche Papiere, Prior Bodykit irgendwie eintragen, irgendwie kriegt man Papiere, sowas wie Bremsen, vielleicht mal einen Querlenker machen, aber es war dann doch ein bisschen mehr. Da sind wir noch nicht mal bei Bremsen und Querlenker. Nee. Erstmal musst du den tanken können, das heißt, du musst irgendwie an die Tanklappe rankommen. Hm. Vielleicht ist da irgendein Steuergerät abgesoffen. Rückleuchte rechts haben wir eben geguckt. Was waren das, 800 Euro, 900 Euro oder so? Ja. Gebraucht? Habe ich auch einfach nur mal geguckt, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, was kosten so Special-Teile, ne? Ja. Technik ist ja viel auch vom VAG-Konzern. Die Leute sehen gar nichts mehr. Oh Mist. Scheiße. Ja, VAG-Konzern, ne? Ja, genau. Die Technik an sich, also sag mal, Witz, hat er ja auch gerade selber erzählt, Zündkerzen machen. Oder ja. Irgendwie sowas kriegst du alles günstig, aber sobald das so ein bisschen speziell Bentley ist, die Rückleuchten gibt's halt nur einmal. Steuergeräte, ja. So eine Sachen kriegst du halt wahrscheinlich nur dann explizit für das Fahrzeug und dann wird's auch ein bisschen teurer. Genau, bist du angewiesen auf den Gebrauchteilemarkt, weil bei Bentley kriegst du es wahrscheinlich gar nicht oder es ist sind horrende Preise. Das Ziel, also das unser ist kein Ziel, Mercedes. Wir wollen daraus ja kein Ding für einen Showroom schaffen, der bei Hagen im Glashaus da irgendwie chillt. Nee, ne? Das wird auch sondern nie wir was wollen sein. Da TÜV machen, dass er vernünftigen TÜV kriegt und dass er uns irgendwie ans Ziel bringt. Fährt, bremst, lenkt, schaltet. Wäre auch mal gut zu wissen, ob das Getriebe funktioniert. Ja, wo sind wir denn hier wieder, ne? Wir haben uns das nochmal eine Nacht über durch den Kopf gehen lassen und das Projekt für eigentlich eine gute Idee empfunden, aber eins hat gefehlt und zwar irgendwie eine Probefahrt, weil auch der Tankdeckel nicht aufging, weil der Sprit alle war und jetzt hat der Händler hoffentlich was reingetankt, den Tankdeckel aufbekommen. Jetzt werden wir mal eine Runde drehen, auch wenn das Wetter wirklich echt dagegen spricht. Ich hoffe, dass man die Haube überhaupt verriegeln kann. Und warum machen wir das? Um den Worst Case ausschließen zu können, ja. Dass das Ding vielleicht überhitzt, dass er aus zwei Rohren Öl schießt, dass er brennt, dass er, ich weiß nicht Ich meine, wir können über vieles hinwegblicken, so, ne? Mhm. Also, dass mal, weiß ich nicht, ACC nicht funktioniert, weißt du? Oder brauche ich nicht. Dass die Klima nicht geht. Habe ich früher auch nicht gebraucht. Aber wenn der Motor halt einen Kopfdichtungsschaden hat oder so, oder Getriebeschaden, das wäre schon nicht so gut, ne? Oder warte mal, ich guck mal, ob er warm ist. Aha, er ist eiskalt. Mal gucken, was die Steuerketten machen. Oder Stirnräder oder Zahnriemen. Ich weiß doch auch nicht, was er hat. Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles. Okay. Ja, also wenn er Nockenwellenversteller hat, dann hat man die kurz gehört. Aber nur ganz leicht. Leicht sägender Leerlauf. Okay. Ja, springt super an. Keine Klackergeräusche, kein gar nichts. So, Motorhaube ist zu. Die Spaltmaße sehen doch gar nicht so schlecht aus, oder? Geht doch. So, dann fahren wir raus den Hobel hier.
beim letzten Mal, also gestern schon aufgefallen ist, dass hier viel Kondenswasser rauskommt, da wenig. Kann natürlich auch sein, dass hier die Klappe auf ist, da ist sie zu. Weiß man nicht. Ja, die Bänke sind auch eigentlich verbunden, wenn ich mich an die Abgasanlage von Max erinnere. Boah, aber gesaugt hat er, ne? Jetzt mal in Chat, ist das bei eurem Bentley auch so? Was denn, dass die Sicht so ein bisschen gestört ist? Alles hier, guck dir mal das Ding. Das ist auch geil, ne? Jetzt hat er auch noch einen neuen Fehler reingeschmissen. Spoiler oder was? Ich glaube, der Spoiler. Ein bisschen hier. Hast du gerade Gas gegeben, richtig? Nicht richtig. So halb. Aber schöner Sound. Sound ist geil, ja. Ich glaube, die Scheibenwischer müssen eh neu. Die Scheibe auch. Das ist der richtige, ne? Aber der hat hier oben irgendwie ein Problem. Nehmen wir einfach mal Vollgas. Das ist Vollgas. Und er hat auf jeden Fall keine Leistung. Gar keine Leistung. Er läuft im Notlauf. Lässt er mich gar nicht rein. Ja, Getriebe schaltet eigentlich ganz gut, ne? Kann man sagen, ne? Aber wie ein Flugzeug hebt das Ding nicht ab, was ich mir vorgestellt habe. Bemerkenswert ist für das Fahrzeug, ich habe nicht einen Klacker, nicht einen irgendwie sowas gehört, ne? Also Aufhängung und so. Scheint ja auch in Ordnung. Motor rein mechanisch, würde ich auch sagen. Reicht das an Kurvenfahrt? Nee, ich drehe jetzt auch noch eine. 180 Grad Fahrenheit, 80 Grad Fahrenheit. Könnt ihr euch umrechnen, ne? Na? Ja, die Stimmung ist getrübt, ne? Erstmal das Positive. Da drüben wird ein bisschen getackert. Stört euch hoffentlich nicht. Das Positive, der Motor hat keine Nebengeräusche. Der Motor startet gut. Er überhitzt nicht. Also wir haben ihn schon ordentlich hart rangenommen und haben ihn hier auch nochmal 10 Minuten laufen lassen. Und hat Temperatur gehalten. 200 Grad Fahrenheit waren irgendwas 93 Grad. Irgendwie so. Ich denke mal, das soll die Temperatur sein, was das Thermostat da einstellt, aber wenn wir jetzt, leider muss ich jetzt schon einen negativen Punkt Das Getriebe ansprechen. Ist auch gut, kann es auch noch sein. Ja, das Getriebe schaltet auch, also schaltet. Es schaltet, ja. Es schaltet, also man kommt in Gang 5, waren wir glaube ich 4 oder so. Aber wo wir schon beim Kühlmittel sind, muss ich leider einen negativen Punkt ansprechen, und zwar das Kühlmittelverlust ist, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, ich filme euch das einfach mal hier so hin, seht ihr was? Vielleicht tropft da ja gerade was, kann ja sein. Auf jeden Fall wirft er schon eine riesen Pfütze. Also er stand wie gesagt 10 Minuten und da war 40 cm Durchmesser, kann man das so erkennen? Ja, so 40 cm und 1 cm Höhe. ja, es war viel, es war auch warmes Wasser, also der Boden war schon richtig warm, das heißt, es ist Kühlmittel, beziehungsweise es war gar kein Kühlmittel drin, sondern es war nur Wasser, das heißt, es wurde schon ein paar Mal aufgekippt, ein paar Mal mehr. Ich glaube 12, 13, 14, 20 Liter hat das System. Also, das ganze System. Also wir haben die TÜV-Problematik so ein bisschen, ne? Das ist so eine Hürde. Und jetzt haben wir halt auch noch ein bisschen die Technik. Ne? Muss natürlich dazu sagen, dass es ein komplexer Motor ist. Ne? Was die Leute wahrscheinlich auch wissen. Ja, du kommst du kommst hier wirklich an nichts ran. Wenn das jetzt irgendein Schlauch ist, wo man von unten nicht rankommt oder so, dann muss der Motor raus. Dann muss einfach der Motor raus. Und ich habe auch ein bisschen Schiss, dass das irgendwo hier drinnen läuft oder so ein Kram. Ne? Ja. Ist da irgendwo drin was? Es kann überall sein. Also ich habe es auch nur von der Motorpappe gesehen, wie es da runtergetropft ist. Die Wege sind unergründlich. Ne? Es kann hier im V sein, ne? Irgendwie so ein Schlauch. Es kann da hinten sein. Es kann, weiß nicht was, Wärmetauscher. Hier an der Seite ist ganz viel. Aber wir haben eben versucht mal aufzumachen und er hält Druck. Also er hat schon irgendwie keine ganz grobe Undichtigkeit, sondern schon was Kleineres. Hier auf dem Schlauch war auch Druck, ne? Oh, so schön heiß. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt so? Nicht mehr, weil du aufgemacht hast, ne? Also von der Pfütze her sah das so aus, wenn das irgendwo von hier kommt, so, ja, ne? Würde ich auch sagen, ganz klar. Aber wissen tut man es trotzdem nicht. Und es war schon sehr, sehr viel, finde ich, für diese kurze Standzeit. Ja, ja. Was halt darauf schließt, dass es schon ein bisschen größeres Leck sein muss, irgendwie, ja, ne? Was vielleicht auch gut sein kann, weil ich jetzt einfach nur einen Schlauch ab, ne? Der hängt da irgendwo rum. Schlauch ab, denke ich mal nicht. Ja, ich glaube, ich selbst auch wenig. Selbst ja. Also ich kenne mich durch die Audi A8 Zeit ganz gut mit undichten Kühlsystemen aus.
Und wenn da ein Schlauch wirklich undicht war, dann hatte das System auch wirklich gar keinen Druck mehr. 20 Minuten ums Auto rum, er hat immer noch Druck. Also, und es gibt auch Risse im Zylinderkopf hier, ne? Nach außen. Also nicht motorintern, sondern nach außen, wo Kühlmittel austreten kann. Das wäre natürlich auch nicht so geil. Ich würde gerne sagen oder euch fragen, schreibt's mal rein. Und die Antwort wissen wir ja eigentlich auch, ne? Da werden ein paar Vernünftige dabei sein, genau, die sagen, ja, genau, Finger also, weg. Ja, die Finger weg. Ja. Das ist auch logisch, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das Beste, was man machen kann. Aber da werden natürlich auch ganz, ganz viele dabei, die sagen, ey, stürzt euch ins Chaos, bitte. Mhm. Und dafür sind wir auch eigentlich bekannt, ne? Ja, wir sind echt so crazy Chaoten. Und für jeden ja, aber Spaß das Ding, haben. Das Ding ist wirklich, das ist eine Hausnummer. Das ist echt. Hast du schon mal so ein Mercedes gesehen oder ein anderes Fahrzeug, was in so einem schlechten Zustand Nein. war? Ich habe es ganz gerne mit dem Maserati verglichen. Der hatte auch eine ähnliche Standzeit. Aber gut, da war der Lack ein bisschen kaputt und weiß ich nicht, ein paar. Eigentlich alles an Elektronik hat funktioniert. Aber der hat ja einen Unfallschaden gefühlt. Der hat Standzeit und er hat Motorprobleme. Beim Dings, beim Maserati musste ich nicht so viel am Motor machen. Der lief eigentlich. Lief ja, erstaunlich gut. Bisschen Service, bisschen dies, bisschen. Bei meinem CL hattest du diese Probleme auch nicht. Hör auf, ich kann nicht so drüber lachen. Entscheidung ist gefällt. Gefallen? Wir stehen hier seit über einer Stunde, glaube ich. Ja, also 45 Minuten auf jeden Fall. Ja, wir machen das. Meinst du wirklich? Ich glaube, wir machen das. Kommt jetzt nur noch auf vielleicht die letzte Preisverhandlung an, aber ich denke mal schon. Ich versuche ihm das hier die ganze Zeit auszureden. Ne? Ich sage, Alko, lass das sein, mach nee, das nicht. Und nee, er nee, so, nee, oh, nee, bitte, bitte, bitte. Nein, nein, so läuft das nicht. Ich will ihn unbedingt. Ich versuche die ganze Zeit halt pragmatisch zu denken, schafft das Auto eine Reise, was muss gemacht werden, halt in Zahlen zu denken. An sich, die Zahlen sprechen auch echt dagegen, muss man sagen. Ja. Aber es ist vielleicht irgendwie machbar. Und es ist, glaube ich, das dümmste Invest, was wir je gemacht haben. Ja. Es ist immer noch eine Stange Geld, auch wenn das Ding hier aussieht wie irgendwie aus dem letzten Loch gezogen, aus der Nordsee. Aber unterm Strich wird es, glaube ich, auch echt ein geiles Projekt werden. Deswegen, also wir haben schon gestern einen Preis abgesprochen mit ihm, aber versuchen dann nochmal ein bisschen zu drücken. Aber ja, selbst für den Preis nehmen wir den. Das Ding, würde ich jetzt mal so sagen, ist gekauft. Mhm, okay. Und nächstes Video bei dir. Ja, auf dem Kanal. Wir machen das jetzt wieder wie im Wechsel, wie in alten Zeiten. Wir wollen ja auch ein bisschen an alte Zeiten anknüpfen, weißt du? Auf jeden Fall, ja. Und mit dem S500 nach Marokko und mit dem S320 CDI da nach zum Nordkap oben rauf, das war ja auch schon lustig. War eine crazy Nummer, ne? Aber das hier ist jenseits von Gut und Böse, muss ich dir wirklich sagen. Da kannst du halt nicht mal eben hier vorne einen Ölkühler in Spanien abdichten. Das funktioniert so mal eben nicht. Aber ich bin ja auch der Meinung, ich setze ja auf das Aggregat zumindest. Ne? Ob da jetzt mal ein Schlauch reißt oder so, kann ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber auf das Ding an sich würde ich schon wetten, dass er fährt. Er hat Öl drin, er macht keine mechanischen Geräusche, er startet gut. Das sind auch noch, das ist so der Strohhalm, an dem ich mich noch festklammer. Ja, so ganz kleiner, ne? Der ist wirklich so klein. Oh, ich kann das nur weglachen, diese Dummheit. Ja, ich kann's auch nur, ich weiß nicht. Ich finde es auch einfach nur lustig. Ich blende die Zahlen jetzt auch einfach aus in meinem Kopf und ja. Das Ding wird jetzt gekauft und so ist es halt. Ob ihr wollt oder nicht. Ja, wollen wir lustig sein dann? Lass uns mal lustig sein. Cool. Also jetzt wird es ja auch lustiger, weil der Batzen ist dann weg, weißt du? Ja. Und dann hat man das Auto. Da muss kannst du eh nichts mehr dran ändern. Genau, kannst nichts dran ändern. Du musst dich damit beschäftigen. Wir wollen damit los und dann, ne? Und ich habe auch Bock, mich damit zu beschäftigen, bis auf, wenn hier mit Motor will ich nichts zu tun habe. Wir machen eine Arbeitsteilung. Du machst Luftfahrwerk, ja. Kofferraum muss aufgehen, ne? Ist dein Bier und ich mache hier das kleine Aggregat kurz. Guck mal nach dem Wasser. Ich guck mal nach dem Wasser und... Ich zieh den Schlüssel da vorne raus, vielleicht, wenn man Glück hat. Genau. Du machst die Kleinigkeiten, ich mach die anderen Sachen. Ja gut, Leute, dann sehen wir uns bald wieder. Ne? Ja, viel Spaß. Wahrscheinlich, wenn das Ding am Schloss dann anrollt. Ne? Oder schauen wir es bei dir, Bobek? Ja, können wir bei mir auch. Können wir bei dir kurz? Ich hab nur keine Bühne, müssen wir mal zum Nachbarn. Ja, okay. Lass ganz gerne ein Support-Like da, ganz wichtig. Ja, wenn es dafür kein Like gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, also für das Risiko, was wir hier eingehen. Tschüss. Tschüss.